Wie löst man die jetzt am besten aus der Meditation raus? Gucken, aber jetzt da. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, wie kann man ihn jetzt am besten aus der Meditation rausholen, aber er so, Novize nett. Nett. Afka Klo oder so. Ich habe mit dem Boy heute noch geschrieben auf WhatsApp, ey. Boy Ragnar wirft eine 4. Ich verstehe nicht, was die da machen, ey. Tun die nebenher lernen oder kochen oder was weiß ich. Boy Ragnar ist weiterhin in Meditation. Reagiert er? Ah, okay, er schreibt jetzt. Ned schreckt auf. Jetzt gibt's erstmal Fett aufs Maul. Ach so. Ach, ihr wart in Meditation. Entschuldigt. Ja, ist klar, Alter. So, ich habe mal kurz meinen Pegel ein bisschen runtergedreht vom Mikro, weil ich doch immer leicht übersteuert habe. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Och, Alter, mir juckt's. Es juckt mich. Schüttel leicht wütend den Kopf. Was ist? Gut gelaunt. IE und IE. So, mal gucken. Nett. Ob nett jetzt was mit uns macht. Aber ich glaube es eher weniger. Sowas hat so Zeit mir beim Sammeln geholfen. Allgemein schlägt er sich gut. Könntet ihr mit ihm was machen? Ich kann schlecht sammeln gehen, da ich Tore und die Untoten wie eh und je immer dafür sorgen, dass ich nichts machen kann. Hä? Also soll ich die Tore öffnen, die Untoten bekämpfen und mit einem Anhänger sammeln gehen? Ich bin da gar kein Anhänger. Darkseid wurde in die Kolonie geworfen. Okay, der wird gleich rausfliegen wieder. Alter, wer nennt sich denn auf einem RP-Server Darkseid, Alter? Ich würde das eigentlich nicht als RP-Namen durchgehen lassen. Ich weiß nicht, sind denn irgendwie gerade Supporter oder sowas online? Naja, bestimmt. Wird er bestimmt gleich rausfliegen. Nein, beim Schläfers Willen nicht. Ich meine, habt ihr eine Aufgabe für ihn oder irgendwas? Kann er Kraut stampfen oder so? Ich habe keinen Zugriff auf die Truhe. Genau, ich opfer sowas an die Untoten. Läuft. Das wollte ich auch ursprünglich tun, aber Roy hatte dieselbe
Idee. Hey Ned, hast du noch meinen alten Krautstampfer? Oder weißt du, wo der abgeblieben sein könnte? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ihn von Harok. Ja, Harok ist laut meinen Informationen jetzt, wobei ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Wobei die meisten wissen es wahrscheinlich sowieso, Harok ist bei der Garde mittlerweile, im alten Lager. Und Hannibal ist jetzt auch nicht mehr Novize, sondern der ist jetzt Feuernovize, glaube ich. Kann ja sein. Kann ja sein, dass du es noch weißt. Nun, ich habe circa 200 Sumpfkraut Pflanzen gesammelt. Reicht das? Ja, 193. Und wo sind sie? Ich habe sie ins Lager gelegt. Novize Itraim weiß Bescheid, dass diese von mir kommen. Itraim. Hab die im Inventar, aber Itraim hat sie noch nicht genommen wegen Truhe etc. Dann komm mit, wir bereiten dich zum Stampfen vor. Immer noch etwas genervt. Jo. Haben wir eigentlich irgendwo eine Krautstampfstelle? Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Jetzt lockt er sich mal kurz aus Ruhe um. Wozu würfelt denn der jetzt? Jetzt bin ich aber gespannt. Sumpfkrautinventur hier.
schüttelt kurz den Kopf, verschließt ihn wieder und schiebt ihn zur Seite. Was hat er denn jetzt vor? Wir beobachten ihn einfach mal weiter, würde ich sagen. Ned greift zu dem Sack daneben, öffnet diesen und schielt ebenso hinein. Ned nickt langsam und schultert den Sack. Schön im Gang, arrogant hier. Ach ja, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich mit Ned als Anhänger durch die Kante gerannt bin. Das war cool. Ach, hier war ein Stampfer. Oh, cool. Lässt den Sack zu Boden. Hast du schon mal gestampft? Wie leicht verwirrt. Ja. Also damals im Sumpf noch. Cool, ich habe einen Stampfer. Yeah! Aber es ist bestimmt nicht mehr dieser alte Stampfer von Harak damals. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Stampfer erinnern. Also meinen ersten und einzigen Stampfer. Den habe ich damals von Goa Harak erhalten. Der damals noch Novize war, Alter. Das weiß ich, das war am 1. oder 2. Januar oder so noch. Also es war auf jeden Fall in der Zeit, nachdem ich die ersten drei Folgen von SQ aufgenommen hatte und zwischenzeitlich dann. Ab Folge 4, das war ja dann das Sumpflager-Event schon. Und in der Zeit zwischen Folge 3 und 4 habe ich ja gespielt dann halt. Und habe von Harok damals noch, der damals noch Novize war, von dem habe ich seinen Stampfer bekommen, seinen persönlichen Krautstampfer. Ja. Das weiß ich noch, den hatte ich bis zu meinem Staffelende Let's Play habe ich den immer dabei gehabt. Ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Ich glaube, den hatte ich immer bei mir gehabt. Bis zum Ende hatte ich den immer dabei gehabt. Krasser Boy, der Typ. So, wir warten jetzt noch kurz, bis Ned wieder da ist. Ich müsste eigentlich auch mal einen Relog wieder machen. Weil die Performance, die ist schon leicht am Sacken. Ach so, ich teste übrigens so ein bisschen mit 60 FPS und so weiter aus. Also, ja, ich hoffe, das funktioniert alles so. Weil es kann auch sein, dass das jetzt auf YouTube noch nicht angegeben ist mit den 60 FPS. Ich probiere es, wie gesagt, das so zu aufzunehmen und so zu rendern und bla 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 und hast du nicht gesehen. Und ja, dass ihr möglichst eine hohe Qualität habt, seht, was auch immer. So, ich clear mal kurz den Chat. Ich muss ja kurz nochmal stehen. Reicht ihm den Löffel? Den will ich wieder haben, wenn du fertig bist. Ja, Moment, ich brauche jetzt noch das Kraut. Ich habe jetzt kein Kraut mehr. Bekomme ich das Kraut nochmal? So, das kriegt der jetzt zu hören, wenn er wieder da ist. Naja, ohne Kraut kann ich natürlich nicht stampfen. Das ist natürlich klar. So, ganz schön am Arsch wäre ich jetzt natürlich, wenn er jetzt kein, oder wenn er jetzt nicht, ah ja. Da fehlen 10. Ins Lager und
holt die Pflanzen. Mi schnappt sich die Pflanzen. Pflanzen. La 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 la. Hast du einen Arsch offen? Musst du es erstmal aus dem Lager holen. Schläfst du, wenn ich im Motor oder was? Warte mal. Warte, Max. Warte mal. Ja, toll. Okay. Ja, Mi legt los. Alter. Alter, jetzt habe ich voll die Lags. Mal kurz einen Wurf. Komm schon. Oh, Mann. Oh, ich habe so ein Pech, Alter. Das. Oh, cool. Stampf das Kraut. Stampf das Kraut. Das Gott, guck mal. Könnte. Aber. Qualitativ. Besser. Sein. Okay. Jetzt habe ich so viel Sumpfkraut drin und das muss ich jetzt alles wegstampfen. Habt Dank nicht. Ist wieder voll dabei und stampft das Kraut. So, einfach mal kurz an alte Zeiten denken und schon passt es hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer Pech habe beim Würfeln. Einfach habt ihr einen Moment nett. Ich würde mir gerne aus der Truhe Rationen nehmen. So, jetzt müsst ihr nett auch mal wieder was schreiben. Erwacht. Gleich mal die Mehrzahl angesprochen. Ich irgendwie traue ich mir nicht so wirklich zu, als Suchender erwacht zu schreiben, weil eigentlich steht das ja eigentlich nur Mitgliedern der Bruderschaft an sich zu. Zumindest habe ich das damals gelernt eigentlich. Als ich dann Anhänger war, war es ja eigentlich so, dass mir dann, glaube ich, gesagt wurde, dass dieses Erwache und so weiter eigentlich nur von Anhängern, Novizen und Templern und so weiter und so fort toleriert wird. Aber ich glaube mittlerweile, seitdem der Sumpf nicht mehr existiert und seitdem die Infrastruktur der ganzen Bruderschaft sich so ein bisschen gewandelt hat, ist das, glaube ich,
anders geworden. Aber ich bin halt einer noch von der alten Schule, der ist halt anders. Boah, Alter, jetzt kriegt der die Sumpfkraut, Sumpffeld-Bewassern-Aufgabe. Das ist voll geil, vor allem, weil das überhaupt nichts nützt. Man sitzt dann wirklich, man tut einfach nur emoten und das war's, man hat nichts davon. Weder irgendein Item noch irgendein Skillpunkt oder was auch immer. Nick, gewiss, ich kümmere mich gleich morgen darum. So ein nettes irgendwie gerade AFK. Du zerstampfst das Kraut. Nichts, sehr wichtig, sonst vergammelt es. Und die Situation hatten wir schon einmal. Und das hat gestunken wie die Pest. Jojo ist öfters so, aber Geduld. Ja. Früher war er nicht so. Ich frage mich bloß, wo Itraim bleibt. Brauch keine Screens machen, oder? Hat er gestern zumindest gesagt, dass er Spätschicht hat. So. Kann man eigentlich in F-Modus gehen? Nee, kann man nicht. Aber so, dass man eine coole neue Ansicht hat. Das ist cool. Wie der arbeitet, dachte immer, der ist im Real Life auch Priester. Der ist im Real Life auch Priester. Das stelle ich mir gerade so vor. So ein Pfarrer von der katholischen Kirche fängt erstmal an zu Hause als K.O. zu zocken. Ehre dem Schläfer, Mann. Alter. Das wäre so geil, Alter. Weißt du, so tagsüber so ein Priester, der so im Beichtstuhl sitzt und irgendwelche Predigten hält oder sonst was. Und abends im Spiel, heil dem Schläfer, ehre dem Schläfer, erwache, Mann. Boah, das wäre so geil. Leck mich am Arsch. Ja, und ich bin hier fleißig am Stampfen. Gut, gibt's etwas. Damon und Gunnar. Naja, unser Sklave hier sowas macht schon mal was. Wow, was für eine Fliege, ey. Auf meinem Bildschirm, ey. Ich hasse das, wenn die Fliegen auf meinem Bildschirm rum. Mann! Ah, da werd ich verrückt. So. Ich glaube, hier passiert gerade nichts. Ich bin recht neu hier und versuche Kontakte zu knüpfen. Ey, ich habe nicht FJ ausgeschrieben, ja. Aragorn ist auch da, unser König. So geil. Der ist doch ein Typ Aragorn. Und alle denken natürlich an Herr der Ringe, so geil. Übrigens, mein Name ist Damon. Gunnar flockt Sabus ab. Sabus, Alter. Flockt. Was? Flockt. Ich verstehe jetzt nicht, was Gunnar damit gemeint hat, aber oh, ist jetzt auch egal. Superchor. BTF. Der Farbige, der gerade mit Voice spricht, der sieht ein bisschen aus wie Gorn. Voll cool. Ich glaube. Ah, Ned ist wieder da. Okay, ich wollte jetzt gerade. wollte jetzt gerade einen kleinen Cut machen, aber Ned ist wieder da. Mal gucken, was Ned jetzt so schreibt. Was denn hier kaputt? OEC-Party bitte woanders, danke. Ich hoffe, der hat noch das gelesen, was ich geschrieben und emotet hatte.
Ich wette, bei Gott. Ne, okay, ich lass die erstmal zusammen machen. Ich lass die erstmal machen. Ich hoffe, der hat meinen. Erwacht, Brüder. Wie gesagt, also ich traue mir das nicht so wirklich zu, als Suchender mich dessen anzumaßen, Erwachen zu schreiben. Ich glaube, ich habe das zwar schon ein paar Mal geschrieben, aber zu anderen Suchenden, glaube ich. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber ich bilde mir ein, dass das eigentlich nicht so cool ist hier. So, Aragorn trägt ein Schläferamulett um den Hals. What the fuck? Junge! WTF! Roy hat geschrieben, OOC bitte lassen. Aragorn, OOC. Nee, nee, keine Sorge, ich mach mir, ich mach. Ich nicht ehre dem Korgel, ja, Mann. So, ich lausche jetzt mal noch dieser Unterhaltung. Aragorn, bitte lass. Bitte keine OOC gespawnen. Gesporne. Boah, ich glaube, ich mache mir da einen richtig geilen Pott Nudeln zum Abendessen. Ich hab voll Bock drauf. Wieso um alles in der Welt trägt dein Schläferamulett um den Hals? Ah, was geht, Leute? Macht euch mal nützlich, Mann. Jetzt gaffen die wie die letzten Affen, ey. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wie gesagt, und ich feiere das wirklich, dass Gothic-Musik eingefügt wurde. Und apropos Schläferamulett, ich war ja auf der Gamescom und habe mir da auch Elex angeguckt und so weiter und habe auch mit Björn gequatscht und so weiter, war ja auf dem Pionarbeits-Community-Treffen. Ich habe da Videos dazu gemacht, für die, die es interessiert, guckt einfach mal durch meine Videos außerhalb der Let's Plays-Playlist. Und da, der hat auch so ein geiles Schläferamulett. Ach, ich schaue nur zu. Sieht man diese Tage einfach nicht mehr oft, dass jemand das Kraut stampft. Klar, was machst du da, Bruder? Ich stampfe das Kraut. Ich sehe. Was ist das für ein Dialog, Alter? Oh mein Gott, einfach nur. Das ist ja die absolute Verblödung, ey. Ich stelle mir das gerade vor, wie das wirklich passiert, Mann. Kann man euch helfen? Klar, was machst du da, Bruder? Er stampft das Sumpfkraut. Ich stampfe das Sumpfkraut aus dem Lager. Es ist ein Teil des Prozesses, um es rauchen zu können. Das ist ein richtiger Idiotendialog, einfach nur. Richtig dumm. Schön. Jetzt stehen hier drei Nackte. Alter, eine fliegt so eine dämliche Fliege rum, kotzt mich an. Ihr seht aber nicht wie Banditen aus. Ihr seht aber nicht wie Banditen aus. Nein, wir sind auch keine Banditen. Wir sind friedliche Menschen, so wie du. So. Zu wem hatten wir das jetzt gesagt? Der Aragorn. Weißt du, ich fühle mich so, als ob ich so übelst begafft werde. Ich
Brüder, ihr solltet ein paar Schritte weggehen. Sowas soll in Ruhe arbeiten. Jo, die sollen nicht nur einen Schritt zurückgehen, die sollen sich verpissen. Boah, ich fass es nicht. Ah, okay, jetzt gehen sie. Schleifer? Okay, alles klar, jetzt haben die sich verpisst. Ja, und es wird auch schon wieder Nacht. Oder es ist schon lange Nacht, 1 Uhr, irgendwas 1:30 Uhr. Und hier sehen wir, wie sowas das Kraut zerstampft hat, ja. Und mit diesen Eindrücken beende ich dann auch diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ja. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge, keine Ahnung. Mal gucken, was wir da Neues erleben werden. Jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen, sind wir erstmal ein bisschen hart am Stampfen hier und werden jetzt dann, der jetzt gerade hier steht, diesen Stamper anscheinend wieder zurückgeben müssen. Wo hast du das her, suchen, ne? Jetzt geht's, warte mal, nee, ich beende jetzt mal kurz an dich. Es geht jetzt um das Amulett, Mann, das will ich jetzt noch mitsehen. Ich bin doch wach, wieso soll ich am Wachen? Das ist so geil. Er spielt so einen richtigen Vollidioten aus. Oder in der halt wirklich überhaupt keine Ahnung. Das gab mir nur WC 3. Stimmt. Das hat Roy uns in der vor ein paar Folgen oder in der letzten Aufnahme erzählt, dass jeder Suchender so ein Amulett bekommt, damit der von den Banditen nicht belästigt wird beim Krautfeld oder beim Reisfeld. Aber das scheint Ned noch gar nicht zu wissen. Das liegt daran, dass er zu selten online ist. Oder zu selten im Lager, besser gesagt. Novice, Alter. Novice E-Train. Ach, sieht jetzt von mir. Hallo, Roy! Ich will der Unterhaltung belauschen. Lass mich in Ruhe. Es gibt in letzter Zeit enge Probleme mit den Feldern. Die Bauern wollen die Suchenden zur Arbeit zwingen. Jetzt habe ich Nett im Fokus. Ah, cool. Ach, auf den ist im Verlass. Ich will jetzt auch den Dialog jetzt für danach beende ich. Leute, klärt mich mal jemand auf. Holy shit. Auf den Reisfeldern zwingen 6 Tage erst sind vergangen. Da haben sie mich sogar fast getötet, weil ich nicht was. Boah, jetzt wird's langsam voll. Jetzt muss ich erstmal mich konzentrieren. Aragorn redet noch. Das heißt, auf den Feldern arbeiten wollte und sie wollten mir sogar meinen Glauben verbieten. Und die Templer wurden dessen informiert. Ja, Ned Kaius. Weiß darüber Bescheid. So. Gucken wir mal noch, was er jetzt dazu sagt. Wenn er denn was sagt. Wieso soll ich erwachen? Ich bin doch hellwach. So geil. Ich feiere den Typen. Der stellt sich wirklich richtig durch. Nett nickt tief. Und nun werden solche Amulette an alle Suchenden vergeben. Ja, so ist es. Wir gehören zu einem Orden oder eher Bruderschaft.
Genannte Brüche. Achso, okay, das ist das hart. Falls ihr in Zukunft auf das Feld zum Sammeln geht, gebt mir Bescheid, ich werde darüber wachen. Oh. Natürlich, danke. Bruder. Oh. Gott. Danke, Bruder. Okay, what the fuck? Es geht ab. Es geht ab, Bitches. So, jetzt ist nicht mehr was zu mir gekommen. Muss dann weiter ins Abruf. Sowas. Warte mal, ich warte erstmal da. Ich warte erstmal, was er schreibt. Ah, nee, da hat so slash guard gemacht. Slash. Na komm, gehen wir mal weiter drauf ein. Machen jetzt einfach mal weiter hier. Scheiß auf folgenden. Folge 5. Mie stampft das Kraut. Kraut, als gäbe es kein Morgen. Morgen. Traman, erwache. Vollblick zu Netz, sollten wir sowas nicht einmal erzählen, das alte Lager momentan für uns tabu ist? Das weißt du schon. Roy? Du stehst direkt neben ihm. Beste Antwort. So, okay. Du stehst direkt neben ihm. Das kann ich mir auch gerade richtig gut bildlich vorstellen. Er ist so schnell so da. Das haben wir eben erzählt, dass das alte Lager tabu ist. Du stehst direkt neben ihm. So geil. Alter, wie die alle mit ihrem Bruder kommen, ey, Mann. Könnt ihr mir einen Besen geben? Sucht euch eine Arbeitmöglichkeit. Ihr wollt die Hütte fehlen? Ich finde das krass, dass die das so mit diesem Bruder und diesem Erwachen und so weiter tolerieren, Mann. Hm. So, trinken ist alle, das heißt spätestens in den nächsten 15 Minuten werde ich auf jeden Fall beenden. Ich muss dann mal net OOC fragen, ob das. Die machen das aber auch. Mann, du Scheißfliege, verpiss dich! Verpiss dich! Na. So. So, Roy beobachtet mich, dann machen wir mal kurz einen Wurf. Ja, Alter, wenn ich jetzt einen Wurf mache und der wird scheiße, dann habe ich echt ein Problem, Mann. Wie stammt das Kraut sehr filigran und elegant. Nein! Was hat er denn jetzt gemacht? Scheiße! Hey, was hat er denn jetzt? Jetzt bin ich auch gespannt. Aragorn setzt sich zum Feuer und blickt in den Knistern, in die Knistern. Das ist so geil gemütlich gerade hier. Das ist so absolut geil. Ich feiere das mega. Also das neue Lager bei Nacht ist schon ziemlich nice, aber das Sumpflager bei Nacht war auch cool. So, ich tell jetzt aber mal sagen. Wir clearen jetzt mal kurz hier diesen Chat. Und mit dem Blick in den Nachthimmel und die nächtlichen Flammen des neuen Lagers beende ich diese Folge. Ich bedanke mich, oder diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut und ciao.